Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Roland Phantom 0 Folge. In den letzten Folgen haben wir uns ja schon etwas genauer mit dem internen Sequencer beschäftigt. Mit der heutigen Folge werden wir dann das Thema Sequencer auch erstmal abschließen. Wobei wir in Zukunft vielleicht immer noch mal wieder darauf zurückgreifen werden. Heute schauen wir uns mal die beiden Bereiche Grouping und Song etwas genauer an. Im Bereich Grouping hat man die Möglichkeit, die einzelnen Tracks und deren Variationen in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. Und im Bereich Song kann ich diese dann nachher zusammenfügen und als ein MIDI-File exportieren. Aber starten wir erstmal im Bereich Grouping. Ich habe dafür hier mal wieder die Szene A035 angewählt. Die hatten wir beim letzten Mal uns auch schon mal angeschaut. Da sind ja schon einige Patterns und Variationen hinterlegt. Dafür gehen wir hier nochmal in den Bereich Pattern. Und hier haben wir wieder die verschiedenen Tracks und deren Variationen. Hören wir nochmal kurz rein. Und aus diesen verschiedenen Clips erstellen wir uns jetzt mal verschiedene Gruppen. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Tracks, die wir jetzt hier ausgewählt haben, werden in einer Gruppe übernommen. Doch zunächst deaktivieren wir erstmal alle Tracks. Und aktivieren jetzt diese, die wir für unsere Gruppe nutzen wollen. Dafür nehme ich hier mal A3. Und A5. Das soll jetzt meine erste Gruppe sein. Als nächstes gehe ich hier auf den Button Grouping. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite verschiedene leere Gruppen. Wir gehen als erstes hier auf Set. Bestätigen das. Und somit ist jetzt der erste Part schon zugewiesen. Ich nenne das Ganze hier nochmal um. Über diesen kleinen blauen Button kann man das Ganze jetzt nochmal kurz vorhören. Wie wir sehen, hängt er jetzt hier gerade noch bei einem Takt fest, aber das werden wir gleich noch ändern. Ich gehe mal wieder mit Exit zurück und suche mir jetzt hier ein paar neue Clips aus. Wie gesagt, die anderen erst wieder deaktivieren, einfach draufhalten. Und jetzt wähle ich die anderen aus. Diese vier Parts werden jetzt meine zweite Gruppe bilden, also wieder auf Grouping. Wähle hier die zweite aus. Gehe auf Set. Und benenne die gleich um. Somit haben wir schon unsere zweite Gruppe erstellt. Ich gehe hier wieder zurück für meine nächste Gruppe nehme ich mal hier nur die Drums gehe wieder auf Grouping Nummer 3 das Ganze umbenennen. Und dann erstellen wir noch eine vierte. Thank you.
So, diese Tracks sollen dann jetzt meine vierte Gruppe sein. Und so könnte man das jetzt mit den anderen Gruppen natürlich weiterführen. Um das Ganze jetzt weiter zu nutzen, gehen wir hier auf Exit und wählen jetzt hier den Bereich Group. Und hier stellen wir jetzt nochmal die Länge ein. Mein Intro habe ich gerade schon gehört, da brauchen wir auf jeden Fall 2. Den Part 1 setzen wir mal auf 4 oder nehmen wir mal 8. Dann kommt der Fill, den können wir bei 1 lassen. Und gehen hier nochmal auf Part Nummer 2 und den machen wir mal auf 4. Hier können wir das Ganze auch wieder vorhören. Hier das Fill-In, was nur ein Takt lang ist. Um das Ganze jetzt zu einem Song zusammenzufassen, gehen wir hier mal auf Make Song. Und wir gelangen hier direkt in ein neues Fenster. Und hier können wir jetzt einfach unsere gerade erstellten Gruppen anwählen. Ich starte mal mit dem Intro. Und wir fügen das hinzu. Als nächstes kam hier mein Part 1. Fügen wir als nächstes hinzu. Danach kommt unser kurzes Fill-In. Und dann geht's in den nächsten Part. Je mehr Variationen ihr hier natürlich vorher erstellt habt, desto mehr Möglichkeiten habt ihr dann natürlich auch nachher im Song. Gehen wir mal als nächstes auf Song. Hier sind jetzt unsere vier Gruppen mit unseren Einstellungen aneinandergereiht. Und wenn ich jetzt mal auf Play gehe, können wir das Ganze auch mal verfolgen. Das Intro. Und so könnt ihr dann aus den einzelnen Gruppen einen Song zusammenstellen. Hier im Bereich Edit hat man natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten, jetzt da nochmal was zu verändern. Wir können bestimmte Bereiche kopieren, wieder einfügen oder auch über Move verschieben. Und hier im Bereich Export können wir das Ganze jetzt auch exportieren. Wir können das Ganze jetzt hier nochmal benennen. Ich könnte hier jetzt auch einzelne Tracks nochmal muten oder solo schalten. Und wenn ich jetzt einen USB-Stick anschließe, kann ich das darauf direkt exportieren. Okay, ich hoffe, das war wieder eine kleine Übersicht für euch. Jetzt heißt es wieder viel Spaß beim Ausprobieren. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mal mit den verschiedenen Pad-Modes. Wir haben ja da hier die 16 Sample-Pads, wobei die natürlich nicht nur für Sampling, sondern auch für viele andere Sachen genutzt werden können. Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Also bis dahin viel Spaß und bis zum nächsten Mal.